Oh, Lilo, 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 wo bist du, Philo? Ich bin in Berlin. Wieso bist du nicht in Berlin? Yo, Philo, durch dir habe ich 500 Abos geknackt. Jetzt möchte ich mich bei dir bedanken. Und zwar lade ich dich zum Pepperoni ein. Carolina Chili Pepperonis. Hat 500.000 Scoville. Aber ich habe einige Bedingungen. Punkt 1, mit Handschellen. Punkt 2, keine Getränke. Ich will sehen, was für eine Reaktion du zeigst. Jo Fans, schreibt bitte unten in die Kommentare und markiert Philo. Er soll antreten zum Duell. Mal schauen, ob er sich wagt zum schärfsten Chili, die ich je probiert habe. Und jetzt geht's zum Video. Let's go! Moin, moin, Leute. Wie geht's euch? Alles okay bei euch? Ja, ich weiß nicht, wie ich überhaupt ins Video einstarten sollte. Darum habe ich so einfach spontan das jetzt gemacht. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Werkstatt, weil mein Taxi hat einen Unfall gehabt. Sozusagen ein Trottel hat mit einem Faust ins hintere linke Tür so eine richtige Faust eingegeben. Ja, so breit ist er drin. Ja, jetzt bin ich jetzt auf dem Weg dorthin ins Werkstatt und hole jetzt mein Auto ab. Ja, Wagen ist hier, mein kleiner Taxi. Und mal schauen, ob der jetzt fertig ist. Ja, der ist fertig. Da war mal hier so ein Beule gewesen. Den haben die jetzt repariert. Fertig. Natürlich muss ich mal meinen Wagen noch mal waschen, weil sieht echt scheiße aus. Sauber muss sein. Die Kunden mögen immer einen sauberen Taxi. Und ich mag auch ein sauberes Wagen, aber drinnen denke ich mal, ist schmutzig. So, jetzt fahre ich erstmal direkt zum Werkstatt mit dem Wagen und hole mal den Ersatzschlüssel für meinen Ablöser. Hier wollte man jetzt mal die Telefone rausholen, die stelle ich immer hinten und habe da mal hier die Tüten gesehen, habe mal ein bisschen reingeschaut und da drinnen sind alte Kassetten, meine Güte. Schauen wir mal, nehmen wir mal eine. Was steht da? Half and half. Von wem sind das alles? Stereo Mies, Support Amp, Simply Red und so weiter und so weiter. Sind aber wirklich viele Kassetten hier drin. Ne? Interessant, ne? Was die alle so wegschmeißen. Mal schauen, was gibt denn hier? Oh! Ein alter VHS. Nee, das ist eine Radiokassette. Ja, mit Kabel. Was ist das hier? Spanisch. Will jemand Spanisch lernen? Kann nach Berlin kommen und das mal hier abholen. Das hier ist in Teilestraße Tempelhof. Kann man das gut verkaufen, ne? Aber ich brauche sowas nicht. Ja, zwei Tüten voll mit Kassetten. Mann, das sind ja noch uralte. So, Schlüssel genommen, Ersatzschlüssel genommen in der Werkstatt. Hab alles erledigt. Jetzt bin ich im Taxi und bin jetzt gerade in die Taxihalteplatz angekommen. Platz 9. Ja, wird ein bisschen dauern. Ich habe eigentlich vor, heute den Part 2, was habe ich heute verdient, aufzunehmen. Mal schauen, was ich heute überhaupt noch verdienen werde. Ist schwer, weil heute ist Ferien noch in Berlin und ja, durch die Ferien fällt immer unser Umsatz, weil, keine Ahnung warum, aber es ist einfach so, wenn Ferien ist, ist es immer in Berlin sehr ruhig, bei uns vor allem, da haben wir immer weniger Umsatz, aber keine Ahnung, mal schauen, vielleicht haben wir Überraschung, vielleicht kommt eine längere Tour, die unsere Umsatz hochbringen kann. Taxi ist immer so eine Überraschung, man weiß nie, aber eins will ich was sagen noch. Hey, Philo, danke, Bruder. Du bist ein Ehrenmann. Du hast dein Versprechen eingehalten. Danke an die Fans von Philo. Danke nochmal an euch, die mich abonniert haben. Und mir ist jetzt nur noch ein weiterer Schritt jetzt voran. Und dieser Schritt heißt 3000 Stunden Wiedergabezeiten. Aber die werde ich auch durch euch das auch schnell wie möglich auch erreichen. Kein Problem.
Was mache ich jetzt in Zukunft? Weil ich habe jetzt wieder voll Lust und Laune bekommen durch diese ganzen Abonnenten, die mich gefunden haben. Natürlich, wie ihr mich gefunden habt, es ist auch so eine andere Geschichte, weil durch Philo sind sehr viele Fans gekommen, aber in dieser Zeit habe ich meinen Namen geändert, von Taxi Berlin auf Game Taxi habe ich das umgeschaltet. Warum ich das gemacht habe, war keine Ahnung. Ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr gehabt auf YouTube. Ich wollte eigentlich meinen Kanal löschen, aber da habe ich gesagt, Mann, ein letzter Schritt wage ich mir noch, indem ich meinen Namen ändere. Und dann habe ich dann Game Taxi geändert. Aber ich wusste nicht, dass Philoff in meinem Video mit hineinnimmt und das postet. Das habe ich nie erwartet. Aber Philoff ist wirklich ein Ehrenmann. Der hat wirklich Eier aus Stahl. Der Typ, der ist wirklich super cool und super ehrlicher Junge. Und die ganze Followers, die mich gefunden haben, hatten erstmal Schwierigkeiten gehabt, weil die mich unter Taxi Berlin gesucht haben in YouTube und die haben mich leider nicht gefunden. Das war mein Fehler, darum entschuldige ich mich tausendmal bei euch, wirklich. Bitte akzeptiert meine Entschuldigung. Aber durch einen Jungen, denke mal, der heißt Lars, aber irgendwas mit einem langen Namen, der hat mich bei YouTube Live, da habe ich PUBG Online gespielt, PUBG Mobile Online. Ich liebe dieses Spiel. Ich werde auch Videos über PUBG Mobile Online, werde ich auch noch einige Videos aufnehmen. Auf Deutsch natürlich alles. Und durch diesen Jungen Lars, der ist in meinem Live-Video, hat er mich gefunden, hat er mich angeschrieben, hat mir gesagt, ja, du bist bei Philoff im Video. Und dann habe ich wirklich wie eine Trottel habe ich gefragt, wer ist denn Philoff überhaupt? Er meinte, kennst du nicht Philoff? Sag ich, nein, ich kenne nicht Philoff. Weil in dem Augenblick ist mir nicht eingefallen, wer ist Philoff überhaupt. Naja, dann hat er mir gesagt, du, ich schicke dir mal einen Link. Ich habe gesagt, okay, mach das. Und dann kam der Link und dann habe ich mir das Video angeschaut. Bam, Mann, Philoff, den kenne ich doch. Der war doch bei mir im Taxi eingestiegen, hatte eine lange super Tour gehabt. Ey, 60 Euro habe ich von ihm bekommen. Aber ehrlich, danke nochmal, Philoff. Wie viel mal Dankeschön kann ich dir sagen? Du hast ohne Ende Kredit bei mir. Egal, was für eine Videos du aufnimmst, wenn du mich einlädst, ich komme sofort, kein Problem. Zurück zu dem Thema mit Lars. Lars, danke dir auch. Du bist auch mein Retter. Und durch Lars im YouTube Live hat er mir dann halt die Link geschickt. Und durch diesen Link habe ich dann auch mein Video angeschaut. Aber krasse Frage hat er mir gestellt mit diesen Terroristen und so weiter. Jetzt will ich nicht wieder das Ganze wiederholen. Aber durch dieses Video habe ich auf einmal, mein ganzes Handy hat nur bing, 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 hat nur geläutet. Ich wusste nicht, was überhaupt das Ganze war. Wo ich dann aufgemacht habe, das mein Handy, habe ich geguckt, YouTube Studio, Follower, 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 Follower. Und auf einmal gucke ich, meine Güte, 304 Abonnenten auf einmal gekommen. Ey, danke nochmal an euch allen. Ihr seid wirklich die besten Followers, die ich je gesehen habe. Und durch euch werde ich jetzt auch mit hineinsteigen in YouTube-Welt. Und dann werde ich am Tage im Taxi werde ich dann halt nur einige Videos aufnehmen. Mir fällt jetzt erstmal nicht ein, aber auf jeden Fall kommt irgendwelche Themen, die euch interessieren könntet. Und abends, wenn ich zu Hause bin, werde ich auf jeden Fall, habe zwei Spiele, die ich gerne euch präsentieren möchte, so ein Tutorial mache. Einmal PUBG Mobile Online will ich Tutorial machen. Und das zweite Spiel ist ein MMO-Spiel, ein sehr altes Spiel, der heißt Metin 2. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, welches Spiel soll ich euch präsentieren, Tutorials machen. Erstes Spiel, Metin 2. Zweites Spiel, PUBG Mobile Online. Was sagt ihr dazu? Schreibt einfach Kommentare. Jetzt leider warte ich immer noch auf Kundschaft und es ist sehr, sehr ruhig heute. Mal schauen, wie viel machen wir heute Umsatz und dann werde ich immer nach der Kunde, werde ich euch immer unten einblenden. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich bin sehr, sehr neu jetzt. Natürlich durch Philoff bin ich jetzt reingekommen. Ich habe dieses Kanal schon vor Jahren schon aufgemacht, aber leider nie diesen Erfolg gehabt. Auf jeden Fall bin ich mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Kunden. So, erster Kunde genommen, 10,30 Euro Umsatz. Na dann, hoffentlich noch weitere 10 Euro. Mal schauen, was wir heute verdienen werden. Und zack, ab zum zweiten Kunden. So, wieder ein neuer Kunde bekommen. Jetzt hole ich mal meinen Kunden ab und dann sehen wir uns weiter dann.
Das ist der zweite Auftrag von heute. Sehr, sehr ruhig. Let's go. Gerade zweiter Kunde seinen Platz gebracht. Wohin? Na, zeige ich euch mal. Hier ist Alexanderplatz. Alexa. Vielleicht seht ihr das nicht durch diese ganzen Lichter. Aber die Summe war 29,70 plus 5 Euro Trinkgeld. Hoffentlich kann es so weitergehen. Auf zum dritten Kunde. Let's go. Berlin Alexanderplatz ist jetzt gerade mein dritter Haltplatz und hier werde ich jetzt auf meinen neuen Kunde warten. Wenn ihr wollt, ich zeige euch mal ein bisschen Alexa. Berlin Alexanderplatz, natürlich auf der linken Seite, ne? Ist nicht so direkt der Platz. Der direkte Platz ist hier rechts, da ist der Alexanderplatz, aber vielleicht nächstes Mal zeige ich euch das besser. Da ist der Taxiplatzstand. Und hier bin ich und ich warte jetzt auf meinen nächsten Kunden und schauen wir mal, wohin der nächste Kunde mich führen wird. So, dritter Kunde zu Ende. Schauen wir mal, wie viel es gekostet hat. Ich zeige euch mal so, damit ihr das mal besser seht. So, 13,70 habe ich verdient. Ab zum vierten Kunden. Mal schauen, was er mir bringen wird. Bleibt dran. So, der vierte Auftrag ist gerade gekommen. Ist leider nur eine kurze Tour, aber egal. Kurz oder lang. Ich muss so viele Kunden nehmen, damit ich an meinen Umsatz rankomme. Es ist, denke ich mal, 8 Euro oder 9 Euro im Umsatz. Ich fahre jetzt mal zum Kunde und dann sehen wir uns nachher. Ja, leider war nur Mini-Tour, richtiger Mini-Tour, aber was soll's. Damit müssen wir auch leben. War nur 5,70 Euro. Hier, ich zeige euch mal. Ab zum nächsten Kunde. Naja, zählen wir als vierte Kunde? Naja, zählen wir als vierte Kunde. Ab zum fünften Kunde. Let's go! Mensch, ihr habt es echt gut, wirklich. Ihr seid in Wärme. Okay, ich bin auch in der Wärme. Aber ich zeige euch immer von Berlin die schönen Seiten. Jetzt wisst ihr, wo ich bin? Friedrichstadtpalast in der Friedrichstraße. Ich zeige euch mal, wo das ist. Ob ihr das seht, mal schauen. Ich mache mal ein bisschen nach oben, nach unten. Naja, guck mal, was Schönes hier. Und das Schöne ist, gleich daneben ist der Quatsch Comedy Club. Viele kommen extra zum Quatsch Comedy Club und die besten Shows finden immer dort statt. Falls ihr auch mal hierher kommen wollt, ich kann euch ruhig locker dorthin fahren, natürlich mit Kohle, ne? Ohne Moos nichts los. Let's go! Warten wir mal auf den neuen Kunden. Ja, Leute, leider gibt es bei Taxifahrt auch ein Fehlfahrt. Das heißt, du kriegst einen Auftrag, fährst hin, aber leider Kunde nicht auffindbar. Das bedeutet, du hast deine Position verloren an der Taxihalteplatz. Dann musst du gucken, was du machen kannst. Ja, sowas gehört dazu. Kann man nichts machen. Ja, schlechte Laune, natürlich kriegst du auf jeden Fall, weil du fährst hin, freust dich drauf auf einen neuen Auftrag und bekommst gar nichts, weil der Kunde irgendwie in einen anderen Taxi eingestiegen ist. Das kann passieren. Jetzt bin ich, wo bin ich nur? Ja, Rote Rathaus, Berlin Mitte, direkt am Alexanderplatz. Ich zeige euch mal jetzt. Mach mal so. Hier ist der Rote Rathaus, da ist der Fernsehturm. Ihr könnt das ruhig sehen. Hier, Rote Rathaus. Jetzt jage ich immer noch auf die fünfte Kunde. Mal schauen, wann der überhaupt sich blicken lässt. Ich hoffe, wir schaffen das noch heute mit dem Umsatz. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt 19.23 Uhr. Das ist ein bisschen jetzt vergangen, aber abwarten und Geduld zeigen. Let's go. Ich habe jetzt gerade den fünften Kunden auch abgesetzt. Wo ist das? Die Kammerspiele der Deutschen Theater in der Schumannstraße Berlin. Was hat das gekostet? Zeige ich euch mal jetzt. Hier, 11,50 hat es gekostet. Fünfte Kunde fertig. Jetzt machen wir weiter, suchen wir den sechsten Kunden. Mal schauen, wie viele Kunden wir heute noch schaffen werden. Ja, jetzt ist gleich Essenzeit, sozusagen nicht bei mir, sondern allgemein, weil Abendessen ist in Berlin so ab 20 Uhr. Viele gehen dann zum Restaurant oder so und das kann bis zu zweieinhalb Stunden dauern. Mal schauen, vielleicht fahre ich jetzt zum Hauptbahnhof. Vielleicht kriege ich dort einen Kunde. Abwarten und Tee trinken. Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, Hauptbahnhof. Wir wollen Kunden. Na, warum ich so rede, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch drinnen am Hauptbahnhof Taxihalteplatz.
Wart mir mal ab, ja, keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ja, 6. Kunde. Ich komme gleich zu dir. Mal schauen. Hoffentlich nach von Berlin nach Hamburg. Hin und zurück. 600 Euro. Let's go. So, 6. Kunde abgesetzt zum Sir Savini Hotel am Saviniplatz ist das. Das ist hinter Berlin Kurfürstendamm. Wie viel hat es gekostet? Ja, das will ich euch mal zeigen. So, 17,70. Gute Tour. Aber es geht noch weiter, weil ich muss voll Gas geben, damit ich heute meinen guten Umsatz erreichen kann. Ab geht's zum 7. Kunde. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis jetzt haben wir 7 Kunden. 8. Kunde suche ich. Ich weiß wirklich nicht, ob überhaupt jetzt der 8. Kunde noch kommen wird. Es ist jetzt gerade 22:12, kurz vor Mitternacht. Ich stehe jetzt gerade, wo bin ich jetzt? Staatsoper. Hinter mir ist die Brandenburger Tor, vor mir ist die Alexanderplatz. Ehrlich gesagt, wird schwierig. Habe heute auch sehr spät angefangen und inzwischen 7 Stunden ist vergangen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt Hauptbahnhof fahren oder soll ich jetzt am Staatsoper hier mal warten? Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Staatsoper eine Veranstaltung hat oder nicht. Die Lichter brennen, aber ob da überhaupt was drin ist, weiß ich nicht. Egal, ja. Wenn was ist, ist. Wenn nicht, dann fahre ich nach Hause. So einfach ist es. Nee, Spaß zur Seite, nach Hause fahre ich nicht. Muss noch weiterarbeiten, brauche ein bisschen Geld. Weil ich will euch auch mal was zeigen, wie viel verdient man. Oder besser gesagt, wie viel verdient ein Taxifahrer mit Mercedes in Berlin. Konkurrenz ist sehr hart. Die machen die Preise runter. Und ist ein harter Wettbewerb hier. Daher kann ich nur noch sagen, ist nicht so ein einfacher Job. Man muss viel, viel, viel Geduld haben. Man muss raffiniert sein. Man muss wirklich vieles wissen, wo was überhaupt gibt, wann, welche Uhrzeit, wo überhaupt was stattfindet. Das muss man alles können. So kann man einfach ein Taxifahrer werden. Aber einfach durchziehen und einfach nur mal Geduld haben, ist nicht so ein einfacher Job. Ja, Leute, 8. Kunde, abgesetzt gerade. Bin auch fix und fertig, leider. Und zwar habe ich jetzt 10,90 Euro Umsatz gemacht hier, da seht ihr das. Falls ihr denkt, ich höre jetzt auf, nein, es geht noch weiter. Es ist 23.11 Uhr, ich kann euch das locker zeigen, da ist es. Ich muss leider weitermachen, der Nacht ist noch lang. Mal schauen, wie viele Kunden schaffe ich die 10. Kunde heute noch. 2 Kunden bleiben mir noch. Wenn ich 10 Kunden geschafft habe, dann denke ich mal, ist für heute erstmal Feierabend. Beim nächsten Video zeige ich euch mehr. Jo, Kunde 9 abgesetzt. Ja, wie viel haben wir gemacht? Zeige ich euch mal gleich. Hier, 16,10 Euro. So, noch ein Kunde. 10. Kunde suche ich jetzt. Kunde 10 suche ich. Aber es ist jetzt auch sehr spät geworden. Und zwar ist 23.44 Uhr. Guck mal. Habt ihr gesehen? Okay. 15:45 Uhr. Sehr schwer, Nummer 10 zu suchen. Gucken wir mal, wo der 10. steckt. Wenn ich ihn erwische, dann bringe ich ihn auch nach Hause und dann mache ich auch Feierabend. Also, los geht's. Hoffentlich finde ich, ne? Hoffentlich. Ja, kaputt. Leider aber 10. Kunde nicht gefunden. Es ist jetzt gerade 1.48 Uhr. Ich kann euch das zeigen. Und der Abend ist zu Ende. Leider ist Ferien und Ferien macht unser Arbeit richtig kaputt. Hoffentlich nächste Woche kann unsere Umsätze wieder mal hochsteigen. Ich bin auch fix und fertig, ich kann auch nicht mehr reden. Naja, was soll's. Und ja, kommen wir mal zum Endergebnis. Ne? Wie viel habe ich heute verdient? Jetzt zeige ich euch mal über den Taximeter, wie viel ich heute verdient habe. So, hier ist der Taximeter. Jetzt drücke ich mal einfach mal auf die 2 und dann auf die 4. Und so habe ich jetzt 68 Kilometer gefahren. 36 Kilometer mit Kunden. 9 Gäste hatte ich gehabt. Fahrgäste. So, kein Zuschlag. Und das ist mein Endergebnis, Endkasse. 134,30 Euro ist heute mein kompletter Umsatz gewesen. Ja, kann man nicht meckern. Ist auch nicht super, super, aber auch nicht sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, bald ist die Ferien zu Ende und dann steigert unsere Umsätze auch wieder nach oben. Falls euch das Video gefallen hat, bitte
Like, abonnieren, egal was. Oder einfach mal unter der Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Ich bin für alle Kommentare offen. Ich antworte auch alle auf jeden Fall. Falls ihr Part 3 sehen möchtet, schreibt einfach unter der Kommentare. Ich werde auf jeden Fall Part 3 auch nochmal aufnehmen. Vielleicht Part 4, 5, keine Ahnung, mal schauen. Es gibt noch weitere Themen, die ich auch noch reden werde. Die kommt aber ganz spät mit hinein. Und dann schauen wir mal, was überhaupt in Zukunft uns erwartet. Also, dann wünsche ich euch allen gute Nacht. Passt auf euch gut auf. Kennen Sie, Backen. Bye, bye.